die richtige Wahl getroffen. Und wir, meine Damen und Herren, wir beneiden Sie ein bisschen, weil Sie zu Hause wissen schon, wie das Spiel der Bayern ausgegangen ist in La Coruña. Und ich sage mal als Optimist, ich glaube, die Bayern haben es gepackt. Oder? Ja. Wir können es nicht wissen, weil Sie wissen ja, wir zeichnen um 18 Uhr auf, weil alle müssen hinterher weg. Ja, und ich glaube, die Bayern haben es gepackt, auch ohne ihren zurzeit ein bisschen in die Kritik geratenen. Nicht bei uns, nicht bei uns. Kritik geratenen Supertorwart Oli Gigant Kahn. Sie haben es mitbekommen, was passiert ist. Letzte Woche Muskelriss in Mailand. Ja? Dann wurde er krankgeschrieben, auf Krankenschein. Und hat gesagt, gehen Sie mal zum Vertrauensarzt. Ja? Muskelriss. Und er ist in eine Art private Reha gegangen nach Baden-Baden und Karlsruhe und hat eine Runde Golf gespielt, während die anderen gegen Hannover gespielt haben. Das muss man verstehen. Soll er sich das anschauen? Wozu? Ja. Er kann sich die auf Handy die Nachricht geben lassen oder so oder bei den Eltern dann zu Hause gucken. Und sein Trainer Otmar Hitzfeld hat gesagt, und das ist ein großartiger Satz. Er hat gesagt, Achtung, für Sie zu Hause, auch falls Sie krank sind. Golf ist Reha für den Kopf. Verstehen Sie? Golf ist Reha für den Kopf. Und dann ist Olli abends noch in die Diskothek gegangen. Das ist so eine Art badische Ayurveda. Ja, in der Disco bis 5:30 Uhr morgens haben die beiden gesagt, Moment, jetzt reicht es. 50.000 Euro Strafe, muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, dass er einen Kredit aufnehmen musste, und wo kriegt man heute noch 50.000 Euro? Gehen Sie mal auf die Bank, verlangen mal 50.000 Euro. Ja, wo arbeiten Sie? Telekom, raus! 50.000 Euro. Olli war, Achtung, bis 5:30 in Karlsruhe in der Disco. Er war so lange in Disco, am Schluss hat er geglaubt, La Coruña wäre der neue Tanz. Bis 5:30 Uhr morgens in Karlsruhe, da wären die Gehwege schon wieder runtergeklappt. Ja? Das finde ich toll, dass die Disco in Karlsruhe extra für Olli 5 Stunden länger aufgelassen hat als normal. Helmut Zerlett und Ben! Haben wir eine junge Frau zu Gast, die Vorbild ist. Und wenn Sie am Samstag zu den Millionen gehört haben, wie ich, die sich das Promi-Boxen auf RTL angeguckt haben. Ich fand es großartig. Hast du es wirklich geguckt? Ich habe es absolut geguckt. Entschuldige mal, es war Joey Kelly. Ja, ja, Topform. Raleigh Richter, lieber Freund von uns. Ja. Claude Oliver Rudolph gegen, ja, Pierre Geissensetter. Ja. Und wenn man zufällig reingeguckt hat bei Pierre Geissensetter, konnte man meinen, er ist Profi. Ein solcher Körperbau, habe ich recht, diese Muskeln. Er sieht absolut aus wie ein Profikämpfer. Und er schon bei uns zu Gast gewesen. Er war aber natürlich. Und er hat Claude Oliver böse einen eingeschenkt. Oh ja. Das muss man sagen. Und dann, meine Damen und Herren, die Siegerin des Damenboxens heute Abend bei uns zu Gast, Michaela Schaffrath. Bingo! Und ich habe es gesehen und ich fand es großartig. Die Presse war durchweg entsetzt, nur schlechte Kritiken. Ich fand es fantastisch, ja, weil ich sagen muss, danke Sven, weil bei vielen ist muss man sagen, ist so besser, er boxt, als er dreht einen Film, oder? Für mich als Zuschauer, sage ich jetzt mal. Bei wem? Nee, bei vielen, die jetzt vielleicht noch kommen, weil das ist eine tolle Serie. Und ich habe einen absoluten Karriere-Gradmesser gesehen. Liebe Promis, Gratis-Tipp von mir. Ich habe festgestellt, wann du dich ernsthaft fragen musst, wann ist meine Karriere zu Ende? Ja. Das ist, wenn du bei derartigen Veranstaltungen in Reihe 1 am Ring sitzt. Wer saß denn da? Ich habe es nicht gesehen. Ja, mir kommen nicht mehr auf die Namen. Gut, es saßen auch Leute da, die top sind in der Branche. Mark Keller zum Beispiel. Ja? Aber es saßen auch viele, wo man sagt, war das jetzt eine Soap? Oder zum Beispiel saß da Alex da aus Big Brother. Ah ja. Ja. Ja, aber da weiß man ja nur Alex Big Brother. Alex Big Brother, natürlich. Ja, damals Alex bei Big Brother. Und dahinter saßen dann viele gut aussehende junge Menschen, die aber, glaube ich, in Soaps irgendwie sind, die aber vom Mahansi im Bus reingeschoben wurden, um hinzufahren, ihr schaut euch das an und wenn es gefragt wird, gibt es eine Antwort. Aber viele sind gar nicht gefragt worden. Ja? Ich fand das großartig. Warum sollen Prominente, weil irgendwo in der Zeitung habe ich gelesen, Halbpromis hauen sich die Birne weich. Das ist despektierlich. Warum sollen Prominente nicht boxen, ja, wenn sie es können? Sie waren trainiert und Michaela, aber hallo.
gegen Doro. War auch schon hier. Rockröhre Doro. Oh ja. Rockröhre Doro. Nachher, und man sieht es hier nicht an. Ja, kein, soll man sehen? Ja, Entschuldigung, man hätte sagen können, irgendwie ein blaues Auge oder so. Was weiß ich. Wie, was soll man sehen? Man konnte ja lesen, dass nicht viel passiert ist, Gott sei Dank. Ja, aber das schreibt man immer so leicht, aber das hätte leicht. Und sie musste am Donnerstag die Nase röntgen lassen, Verdacht auf Bruch. Aber auch das ist nicht zu sehen. Und ich dachte, man müsste das gleich richten, aber man kann nichts richten, wenn die Nase gebrochen ist. Haben die Bayern gewonnen heute? Ich glaube schon. Die Bayern haben gewonnen. Ich riskiere das Urteil, die Bayern haben sich voll reingehängt. Ich sage es, falls Sie in diesem Jahr zum ersten Mal unsere Sendung sehen oder überhaupt zum ersten Mal oder weil Sie einfach auch nicht... Übrigens, im Urlaub jetzt bin ich beschimpft worden, ja. Bitte. Und zwar von zwei alten Damen, die wir intern dann, familienintern, Villa Riba und Villa Bajo genannt haben. Und zwar, weil sie das auf dem Kopf haben, womit wir zu Hause die Töpfe rein. Diese Stahlwolle. Ja. Und zwar... Ich stand da und habe mir so Bademoden angeguckt, ja? Weil ich dachte, ich kaufe mir vielleicht so eine Badehose mit hoch ausgeschnittenem Bein. Was hast du überhaupt für eine Badehose? Bitte? Was hast du so für eine Badehose? Ich habe dunkelblaue Shorts. Langbein oder Kurzbein? Wie Langbein oder Kurzbein? Ja, also so Shorts. Also, Shorts? Ja. Shorts. Ja, gibt es auch langbeinige Shorts? Nein, es gibt auch bei Badehosen so mit Bein und eben ohne Bein. Also so hoch rum, wie du gerade sagst. Es sind Shorts. Ja. Was du meinst, in Tanga oder so mit ausgeschnitten hier. Nein, Shorts. Okay. Und da kommen diese beiden Damen von hinten und sagen, dieser dusselige Schmidt mit seiner blöden Sendung. Und gehen vorbei. Und ich wette, Villa Riva, Villa Bajo, ihr guckt heute Abend schon wieder. Bist du. Das ist das Hassfernsehen. Ja? Man hat wissenschaftlich herausgefunden, 20% der Zuschauer schauen überhaupt nur, weil sie entweder die Show oder den Moderator oder im Idealfall beides hassen. Ja. Ja? Sie saßen beim Essen hinter mir, sie saßen beim Frühstück vor mir. Es war, der ganze Raum war frei, aber der Hass hat sie wie ein Magnet an mich gezogen. Schon wieder dieser dusselige Schmidt mit seiner blöden Sendung. Aber man muss sagen, sie waren stark im Nehmen, weil einmal ging sie hinter mir vorbei, habe ich gemacht, Keine Reaktion. Mein Urlaub, ein Traum, kann man sagen. Aber gleich dazu mehr. Falls Sie uns wie Villa Riba und Villa Bajo jeden Abend sehen, dann kennen Sie das. Ja? Aber falls Sie uns zum ersten Mal sehen, Herr Antrag trinkt, um die schwächelnde Bierindustrie zu stützen, ein Bier jeden Abend. Welches Bier ist es heute? Heute ist es zu Ehren von Olli, der ja bis zum Morning in Karlsruhe unterwegs war. Ein Morninger aus Karlsruhe. Nein! Aus Karlsruhe? Aus Karlsruhe ist das. Ein Morninger aus Karlsruhe. Ein Morninger aus Karlsruhe. Ja. Deshalb glaube ich, der Gruß in Karlsruhe. Moin. Ja, Olli, man sollte Olli jetzt nicht zu hart kritisieren. Er braucht Zeit, um wieder da... Er hat wahrscheinlich eine Krise, aber er wird da durchgehen. Oder? Es ist also ein top-exklusive Disco, haben wir festgestellt. Ja? Wie heißt sie nochmal? Cervo oder Cervo, also C-E-R. Kennst du die, Helmut? Ja. Nee. Wo, wie, vorher war er im Dudelsack Essen. Ja. Ja, das war das S-Restaurant. Ja. Und Cervo, top-exklusiv. Ja, ja, die haben auch so Events und machen auch für Karlsruhe sehr spät auf. So teilweise also um 11 oder um 12. Ja. Mhm. Und da war Olli. Ja. Mit seinem Ferrari. Und mit seinem Bruder. Und der soll ja auch. Ja, ja. Axel. Axel. Und Axel. Der soll ja jetzt auch wiederum eine 21-Jährige unsittlich berührt haben. Wo? Ja, in der Disco. Das ist die neueste Info, das weiß ich gar nicht. Ja, 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 ja. Eine 21-Jährige unsittlich berührt? Ja. Geht das denn? Na, er hat gesagt. Ja, wieso? Wie berührt man denn eine 21-Jährige unsittlich? Was ist denn an den gleichen Körperstellen, wo man eine 35-Jährige unsittlich berührt, oder? Ja, warum wird dann die 21-Jährige so rausgestellt? Naja, sie war halt nur mal 21. Jetzt... Unsittlich berührt? Ja. Aber er hat gesagt, ist ja Quatsch, er hätte eine Freundin und ein Kind. Das ist der Beweis, da war nichts. Er ist da. Der Vorteil ist natürlich... Der Vorteil ist, wenn du in Karlsruhe solchen Ärger hast, kannst du direkt über Straße zum Bundesgerichtshof gehen. Und du weißt immer, du sagst, ich gehe bis nach Karlsruhe. Ja, musst du nicht, wir sind schon da. Unsittlich berührt. Eine 21-Jährige. Ja. Unglaublich. Das sind diese 21-Jährigen, obwohl, wir können nicht, ein juristischer Fall. Eben. Da muss man sich mit, vielleicht hat er einen Promi-Bonus dann später. Aber gibt's nicht bei deutschen Gerichten. Nein. Na, absolut nicht, hat er auch Boris nicht. Nein.
Boris. So, Schluss jetzt mit der Vergangenheit, meine Damen und Herren. Auch Helmut Zerlett hat rauschende Ferien verbracht, nehme ich an, oder nicht? Ja, es war toll. Wo warst du? Ich war auf Mallorca. Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, wo ich war. Nein. Ich, meine Damen und Herren, war auf Gran Canaria. Aber viele von Ihnen haben mich dort persönlich begrüßt. Und bis natürlich auf Via Riba und Via Bajo, die mich hassen. Ja. Ich schwöre dir, Sie sitzen heute wieder auf Ihrem Zweiersofa in Lünen oder so wo. Ja, und voller Hass guckt ihr diesen an. Ich wusste, dass er über uns herzieht. Ich habe mich ja ehrlich gesagt gewundert, dass du nach pauschal nach Gran Canaria fliegst. Warum? Ich habe dich so für so einen exklusiveren Typ Nichts. Gehalten. Schluss, aus. Hier, meine Damen und Herren, sitzt der Herold des deutschen Pauschaltourismus. Nieder mit den Einzelreisenden. Ja, es hat nur Vorteile. Hast du die Reise pauschal gebucht? Nein. Individuell. Ja, ich habe die im Reisebüro gebucht. So, ich habe gesagt, ich hätte gerne... Pauschalreise hat es nicht gemerkt. Ja. Du bist ins Reisebüro gegangen. Ja, aber ich habe nur den Flug gebucht. Das Hotel hatte ich vorher gebucht. Aha, unabhängig voneinander. Ich kannte das Hotel schon und da mir das da gefallen hat... Ja. Wollte ich da noch mal hin. Und wir haben uns gedacht, meine Damen und Herren, Folgendes. Ich habe heute die Antrittsrede des Bundeskanzlers gesehen, die Regierungserklärung, die war extrem lustlos. Mhm. Auch müder Beifall so von den eigenen Rängen und so, ein bisschen Oppositionsbeschimpfung, aber alles, wie man es kennt. Warum verlegt die Bundesregierung nicht zum Beispiel ihren Sitz nach Gran Canaria? Die Deutschen sind eh da. Klar. Ja, die Deutschen sind gut gelaunt. Das Wetter ist spitze. Das Meer ist fantastisch. Die Leute dort in der Gastronomie sind freundlich. Und es wird doch genügend, einmal in der Woche hier anzurufen und gibt was Neues, wie läuft's so? Steuern, ja, machen wir höher. Tschö. Ja. Das reicht doch. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Ja? Und diese Einzelreisenden sind permanent auf der Suche sozusagen, sagen wir mal, Wege abseits des Massentourismus zu finden. Ja. So. Findet man die heute noch? Nee, nur schwer unökologisch. Genau. Ja. Man muss ein Auto mieten. Ja. Statt mit den anderen im Bus hinzufahren, wo 50 Leute auf einmal sich was angucken können, was der Einzeltourist auch nicht anders sieht. Eben. Ja. So, sie fliegen im Zweifelsfall sogar mit Privatjets rum in der Welt, machen die Ozonschicht kaputt, ganz unser eins kriegt Krebs. Ja. So. Während ich sage, okay, ich sitze mit, weiß nicht, wie viele Leute sitzen in so einem Flieger? Ja, 200. 300 sitzen da drin? Bei mir waren etwa 200. Ja, was war das für eine Fluggesellschaft? LTU. LTU, ich bin mit Condor geflogen. Ah, ja. Auch gut. Und Condor heißt jetzt Thomas Cook, glaube ich. Jetzt schon? Ich glaube, jetzt schon. Ja. Es steht schon, es sieht schon so übergemalt aus. Thomas Cook. Und das Co. haben sie, glaube ich, noch von Condor. Ja. Aber im Sommer bin ich auch mit LTU geflogen. Unsere fantastischen, anständigen Charterfluggesellschaften. Klar. Du sitzt drin und ich steige ein beim Rückflug und da kommt so weißer Rauch aus. Oben oberhalb der Hutablage. Wie heißt das? Das heißt nicht Hutablage. Gepäckfächer. Ja, wo man den Make-up-Koffer und so reingibt. Ja, so. Weißer Rauch. Du reist mit Make-up-Koffer? Ja, natürlich. Ja, ich will mich doch frisch machen vor der Landung. Hast du nicht so einen Stick, so einen Roller, wo du hier am Puls so ein bisschen noch entlang rollst? Nein. Ja. Und ich reiße natürlich auch schon das auf, was ich im Flugzeug kaufe. Ja. Da kam weißer Rauch. Oh. Und ich sagte, der deutsche Pauschaltourist ist freundlich, er ist locker, aber er hat natürlich auch nur ein paar Nerven. Wenn heutzutage in einem Charterflugzeug beim Einsteigen weißer Rauch oben rauskommt, merkst du, wie bei vielen, sagen wir, Mutti doch ans Flattern kommt. Mhm. Du merkst, es wird ruhig im Studium. Die Stewardess nimmt den sagt, lassen Sie nicht beunruhigen, ja. Das ist, um das Flugzeug schön kühl zu machen, das ist nichts anderes als Kondenswasser. Sie kennen das, wenn Sie bei sich zu Hause duschen. Darauf sagt der Herr neben mir, ich dusche auf der Arbeit. Ja, gut. Gut. Ja, sag ich auch. Ja, und das heißt, die Stimmung ist fantastisch. Ja. Wie war die Stimmung auf Mallorca? So, wenn man Deutsche sieht, sind die verbittert, sind die verzweifelt? Nö, also die da wohnen, die sind schon ein bisschen trauriger als die da nur zu Besuch sind. Ja, aber die da wohnen, das sind ja doch alkoholkranke Steuerflüchtlinge. Ich meine jetzt nicht die Mallorquiner, sondern die Deutschen, die da unten sind. Nee, wir haben uns alle tierisch gefreut, weil wir hatten auch super Wetter. Ja, eben. Zeit.
Und der Deutsche da unten, ich konnte ja sehen, ich habe ja die 14 Liegestuhlreihen vor mir im Blick gehabt. Ja. Die Leute sind absolut entspannt. Na klar, sie haben alle Bild vor dem Gesicht. Jeder fragt sich, wo ist Möllermann? Ja. Es gibt keinen Jammer, das Hotel ist voll, die Fluggesellschaften sind voll. Ich sag dir, diese Nummer mit der Wirtschaftskrise ist die Presse bei uns. Na klar. Die machen alles madig und alles kaputt. Ich schreibe jetzt mal wirklich hier rein, das muss ich festhalten, Presse macht Deutschland schlecht. Ja. Ja. Presse macht Wirtschaftsstandort Deutschland madig. So. Wir haben uns gesagt, falls Sie auch sagen, Schluss mit diesem Gejammer, ich möchte auch nach Playa del Ingles, oder wie hieß der Ort, wo du warst? Camp de Mar. Wo liegt das in Mallorca? Südwestlich. Richtung Andratx. Da, wo, so wo wie die Leute Boris mit sagen. Und Christian das und so weiter. Das war direkt unterm Haus von Claudia Schiffer. Also das angebliche Haus. Das angebliche? Sie will ja, es ja ich weiß nicht, verkaufen. Die, die sagen immer, die zieht da ein, aber ich glaube, die zieht da nie ein. Nee, sie will es ja Baustelle. Verkaufen. Ich habe gelesen, ja. Sie überwacht den Bau. auf dem Golfplatz gibt es sogar ein Loch, das heißt Casa Claudia. Ja. Ja. Bingo. Ja, und das ist ja nicht. Aber das ist ja richtig, weil, hallo Herr Hitzfeld, Golf ist Reha für den Kopf an Casa Claudia. Ja. Wir haben für Sie... Das war schwer. Hast du Golf gespielt? Ich habe jeden Tag Golf gespielt. Ach so, du spielst ja Golf. Ja, eben. Nein, das heißt, du hast auch dein Golfcase und so weiter mitgenommen? Nee, ich war da ziemlich faul. Ich bin nur mit dem Auto rumgegurkt. Ja, aber du hast es im Flugzeug mit nach unten genommen. Das ja. Gibt man das ab oder nimmt man das oben ins Fach rein? Das kann man immer wunderbar abgeben. Aber so Sperrgepäck, deswegen musst du, es hat gar nichts genutzt, dass ich ganz am Anfang der Maschine saß, weil du musst bis zum Schluss warten, bis das Sperrgepäck ausgeladen wird. Ja. Also bis alle sind dann schon weg und du sitzt immer noch am Flughafen und wartest auf dein Sperrgepäck. Oh. Ja, ich weiß. Zu Recht ziehst du dir die Häme des Publikums zu. Ich habe extra geguckt, dass ich ganz nach vorne sitze, damit ich schnell wieder rauskomme. Ja. Aber dann waren da erstens nur quäkende Kinder die ganze Zeit. Kinderfeindlich! Kinderfeindliches Deutschland! Du hast doch selber Kinder. Du hast doch selber Kinder. Ja, aber die sind ja, schon gut, groß die sind 25. Also ich habe lange genug quäkende Kinder gehabt. Ja. Nein, also quäkende Kinder? Wieso quäken Kinder? Nein. Also bei mir im Flugzeug gab es einen Film zum Beispiel. Eddie Murphy und Robert De Niro, Showtime. Aber der ist ja nichts für Kinder. Er ist auch nichts für die Reisenden, aber ich habe mich totgelacht. Ja. Nee, weil er ist großartig, aber es ist ein toller Film, aber er ist voll mit Anspielungen auf das amerikanische Schauspieler- und Nachrichten- und Fernsehsystem. Sehr, sehr witzig, aber links und rechts. Aber er macht... Aber ich muss sagen, ich war auf dem Rückflug eine halbe Stunde schneller als ausgedruckt, dank Orkan. Bist du am Sonntag zurückgeflogen? Ja. Ah, ich war Montag. Ich hatte wie, du bist erst gestern zurückgekommen? Gestern Abend, ja. Wahnsinn, so knapp? Ja. Ja. Wir haben gedacht, falls Sie die richtige Insel für sich suchen, um auszuspannen, um zu sagen, Schluss mit diesem Medienterror, ich lasse mir mein schönes Deutschland nicht kaputt reden. Die Rente wird ja dahin überwiesen, überall Euro natürlich, auch tolle Sache. Ja? Inseltest, Gran Canaria, Mallorca. Was ist besser für Sie, was entspricht Ihren individuellen Bedürfnissen am ehesten? Wir fangen an, wir haben verschiedene Kriterien. Zuerst haben wir... den Durchschnittstemperaturfaktor. Ja. Der ist relativ, also das sind jetzt so die Durchschnittswerte im Oktober, also für Mallorca 23 Grad und Gran Canaria 26. Immer ein, wie man sagt, war's so? Ja, absolut. Eine leichte Brise. Einmal 31 Grad, ja. Mhm. Am ersten Tag, als ich da war, war der erste Regentag in 7 Wochen. Ich hab's nicht gewusst, aber es wurde mir gesagt, am Strand, die kamen am Strand. Sind Sie heute gekommen? Ja. Der erste Regentag in 7 Wochen haben Sie mitgebracht. Ach, das ist vielleicht noch wichtig, falls Sie das wissen wollen. Wenn Sie mich irgendwo im Urlaub treffen, weil viele von Ihnen werden ja auch mit mir zusammen in die Domrep über ein Neujahr fliegen. Ich sag's mal ehrlich, ich kann es nicht verstehen, wie viele Prominente immer jammern, wenn sie im Urlaub angesprochen werden. Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind unser Publikum. Für Sie machen wir das. Von Ihnen leben wir. Ich selber sage manchmal, momentan vielleicht gerade nicht. Oder also ich möchte erst zu Ende essen und so. Aber wenn es heißt, kann ich mal ein Autogramm haben? Jederzeit gerne. Klar. Ja? Oder können wir kurz ein Foto machen? Kein Problem. Klar. Worauf ich allerdings nicht reagiere, ist Folgendes. Ich stehe jetzt mal da, wo Sie zu Hause sitzen. Ja? Und wenn dann das passiert...
Autogramm! No. No. Ja? Ich würde sagen, für beide ein Punkt. Für beide ein Punkt, unentschieden. Oder? Das Wetter war auch toll auf Mallorca. 24 Grad. Ja. Wasser auch warm? Wasser war, ich war nur einmal im Meer, einmal kurz. War das weit weg? Das Meer? Meer war direkt da. Das ist dieses Dorinth-Hotel, direkt am Meer. Ach, im Dorinth-Hotel? Entschuldigung. Hast du es bezahlt? Ja. Ja. Dann kann man es nennen. Ja, natürlich habe ich das. Ja. Das ist auch direkt der nächste Faktor, der Meeresfaktor. Du am Atlantik, Helmut am Mittelmeer. Wo war es besser? Ja, ich bin Atlantik-Fan, aber ich kann auch verstehen, Mittelmeer ist ja eher was für, sag mal, für mich der UEFA-Cup der Meere. Es ist sowas für die neue Mitte, das Mittelmeer. Ohne jetzt, oder? Atlantik ist das offene Meer, das ist einer der großen Ozeane, oder? Also Punkt für Nein, ich würde beide ein. Ah, wieder beide. Okay. Es kann ja sein, dass ein Teil meines Publikums lieber ans Mittelmeer fährt. Das ist richtig, ja. Für beide ein Punkt. Okay, für einen Punkt. Das nächste ist der tolle Natur abseits vom Turinep-Faktor. Ja, das ist ganz wichtig. Der tolle Natur abseits vom Turinep-Faktor. Wie sieht's da aus auf Mallorca? Genau so. Da war ich. Genau da. Also die linke Hälfte. Ja, nee, ich meine jetzt in einem metaphorischen Sinne. Also, wie ist die... Nicht so was Schwieriges. Ja, also wie ist es so auf Mallorca? Gibt's da viel tolle Sachen abseits der Touristenströme? Ja, da wo ich war, da waren ja nur Golfplätze. Das ist ja abseits der Touristenströme. Ich muss auch ehrlich sagen, ich kann, was ich vom Bus aus gesehen habe, war vulkanisch. Ja, ja. Auf Kanaria? Auf Gran Canaria. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe das Hotel eigentlich nur in Richtung Strand verlassen. Verstehe. Und einmal in Richtung Fischrestaurant El Senador. Mhm. Weißt du, wer auch Golf spielt? Wer? Laurenz Meyer habe ich getroffen. Nein. Ja. Laurenz Meyer? Der lief auch über den Platz. Hast du mit ihm gesprochen? Ja. Und, wie ist das so der Kontakt? Boah, ich hab Tag gesagt. Ja. Der auch. Hat er reagiert? Nee. Ja, ja, der war gar nicht mal so genervt. Ja? Ich meine, es waren ja nur 8 Leute da und dann waren 4 waren wir, unser Flight. Ja. Und er mit so ein paar anderen Leuten. Ja. Irgendjemand sagte zu mir, kennst du den? Dann stand er mit dem Rücken zu mir, man sah nur die Halbglatze und den Kranz. Da sag ich, kann ich ja nicht sagen, ich sehe den ja nur von hinten. Ja, eben. Ja, und dann ist ja doch Laurenz Meyer. Ah, ja. Hast du noch andere Prominente getroffen? Mit Sascha Hehn war ich auf dem Flight. Du hast mit Sascha Hehn Golf gespielt? Ich wusste das, ich habe den gar nicht erkannt erst. Ja. Wir wurden zusammengesetzt. Hier, komm, das ist der Sascha, das ist der Helmut. Ja, wieso zusammengesetzt? War das ein Promi-Golf-Turnier? Nee, das war in dem Golfclub da in Camp de Mar. Da soll man immer zu viert spielen, damit es nicht so viel Stau gibt. Wenn 2 Leute spielen, die sind ja schneller als 4. Ja. Und wir waren zu zweit und die waren zu zweit. Dann haben die dann gesagt, komm, jetzt spielt ihr einfach mal zusammen. Die sind nett. Ach so. Ja, und war auch so. Das ist Sascha, das ist der Helmut. Genau, und er war ja noch ganz nett. Der Sascha hatte noch den Frank mit, ich hatte noch den Peter mit. Wer ist Frank? Ein Freund vom Sascha. Ach so, ein Freund vom Sascha. Frank Schlageta heißt er. Ja. Und wer ist Peter? Peter ist ein Freund vom Heinz. Herr Golf. Ja, ist egal. Sonst noch andere Prominente getroffen außerhalb? Werner Schulze Erdel kam. Nein, Grüße! Ja, ja, ja. Er lebt doch. Manuel, Ex-Chef. Ja, genau. Dein Ex-Chef. Genau, ja. Er lebt doch dort, oder? Der soll sogar einen sehr guten Pro-Shop in La Ponza oder so haben. Ein was? Ein Pro-Shop. Was ist ein Pro-Shop? Pro-Shop, wo man die Golfsachen so kauft. So. Was, Werner Schulze Erdel betreibt ein Golfgeschäft? Mhm. Auf Santa, ach so? Nicht La Ponza, Santa Ponza heißt. Aha. Mhm. In Santa Ponza. Wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. Sonst er hatte so eine rote, kurze Hose an, die fand ich aber ein bisschen zu rot. Für das Spielen? Mhm. Ich habe 2 Promis getroffen, 2 liebe Kollegen. Ach echt? Ja. Zum einen Jochen Busse. Nein. Och. Ja, bei mir im Hotel. Nee. Gibt's gar nicht. Ja, kam aber, als ich leider schon abreisen musste. Und dann im El Senador, in diesem Fischrestaurant, Strandfischrestaurant, Günther Wewel. Oh. Ja, großer Fan der Sendung, hat mich eingeladen in seine Sendung Kein schöner Land. Hat jetzt zum ersten Mal in dieser Woche überhaupt Zeit, ein bisschen auszuspannen, weil er auch natürlich seit 13 Jahren die Sendung sehr erfolgreich macht. Ein Dreh nach dem anderen, 9 Shows insgesamt pro Jahr und Konzertabend und so. Ja. Günther, ich saß da, ich hatte wie heißt das so, Dorade gegrillt, ja. Und weißt du, wie mein Wein hieß? Nee. Nein. Riesling Waltraut.
Der spanische Riesling hieß Waltraud. Also es war ein spanischer Riesling? Ja, selbstverständlich war es ein spanischer Riesling. Wenn ich in Spanien bin, für mich ist die Kultur des Landes in Vorderlinie. Ja, ich kriege auch nur spanischen Wein dann. Du hast auch nur spanischen Wein, ja. Und der Kellner hat mich ganz irritiert angeguckt, weil jeder sagt natürlich, bring mal einen Blanco offen. Ja. Ich sage, nein, ich nehme Waltraud. Und dann habe ich auf dem Etikett Spanisch, mi mujer es mi amoroso y Waltraud. Und ich glaube, der Besitzer des Weinbergs liebt seine Frau so sehr, dass er einen Riesling nach ihr benannt hat. Ja, kann ja sein. Waltraud, hat er toll geschmeckt. Und plötzlich sehe ich Günter Webel. Wahnsinn. Kommt da rein, trinkt ein deutsches Bier, seine Frau trinkt ein Cappuccino. Und Jochen Busse kam, als ich beim Frühstück saß. Geil. Weil er ist um 3 Uhr nachts gestartet hier in Köln. Ja, das geht ja. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Zeit. Ja. Wir können mal vielleicht, falls Sie übrigens im Flugzeug essen, das habe ich übrigens festgestellt, das ist der neue Snobismus, im Flugzeug zu sagen, danke, ich esse nichts. Ist das nicht so? Vorrevolutionäres Stadium. Ja? So, was wollen Sie? Danke, nichts. Was wollen Sie? Nee, ich möchte nichts. Was wollen Sie denn? Nee, ich möchte doch nichts. Essen? Nee, danke, ich möchte nichts. Warum ist das irgendwie zu anstrengend, im Flugzeug zu essen? So eng. Ich fand das immer super snobistisch, wenn die Leute in der Business Class sagen, nein, ich möchte nichts. Wieso in der Business Class? Ja, weil da gab es ja früher nur was zu essen. Und dann, wenn man dann noch sagt, nee, will ich nicht, dann hab ich gedacht, boah, die müssen aber richtig. Wir reden hier nicht über Business Class, wir reden über Reihe 17E. Charter, Thomas Condor Cook, LTU. Wir können mal diese Karte zeigen. Ja, ja. Eine Website. Es ist eine ganz tolle Website, die heißt airlinemeals.net. Das ist wohl, ich weiß nicht, wer die betreibt, aber auf jeden Fall kann da eigentlich jeder mit einer Digikamera im Flugzeug. Ach, das ist übrigens auch ganz wichtig. Erinnere mich daran, dass ich mir bald eine Digikamera kaufe. Ja, okay. Also, die schreibe wieder auf Digikamera kaufen. Auf weil, Firmenkosten oder privat? Nur privat, weil das ist dermaßen, das habe ich jetzt festgestellt. Also, zum einen, der Vorteil ist natürlich, du machst im Schnitt 20.000 Bilder pro Urlaub. Klar. Ja. Und das Tolle ist, du siehst ja gleich, wie es geworden ist. Eben. Und du kannst denen, die du gerade fotografiert hast, gleich zeigen, dass du sie gerade fotografiert hast und wie es aussieht. Ein völlig neuer Bewegungsablauf für den Urlaub, nämlich Klick, Diese Bewegung hatten sie bisher gar nicht drin. Ja? Und du löscht es, was dir nicht gefällt, und das andere machst du auf CD-ROM oder du mailst es dir. Druckst es schön aus in was weiß ich für Größen. Fantastisch. Digicam, machen aus. Ich brauche unbedingt eine Digicam. Ist notiert. Ja. Nicht, dass ihr mir es zu Hause schickt wieder. Ja? Fotoindustrie, ich kaufe. Schluss mit ihm. Kaufen. Bezahle. Ja? Melone, Melone, heute lecker. Kennst du? Melone, Melone, heute lecker. Melone, Melone, heute lecker. Auch Asiaten, die massieren wollen? Nein. Oh. Nur Tätowierer? Also, bitte? Tätowierer? Nein, wir sind ja schon alle tätowiert. Ach so. Ja. Das muss man auch mal sagen. Auch Glückwunsch, deutsche Frauen. Ich dachte immer nur Teenies. Nein, durchaus auch Frauen, sagen wir mal, die vor dem Vorruhestand sind oder weiter, haben einen Adler hinten, wo früher der Steiß war. Der ist ja jetzt ein bisschen überlappt. Ja? Melone, Melone, lecker, lecker. Und ich habe mir die sympathischen Melonenverkäufer, warum sagen sie heute lecker? Eine Melone ist ja eigentlich, oder ist die heute besonders gut? Ja, ist halt frisch, ne? Deswegen. Melone, Melone und dann immer als Witz, Cuba Libre, Bacardi, haben sie aber gar nicht. Und einer hat gerufen, ich schwöre es, Melone, Melone, Schweinehund, Schwule. Das hat er irgendwie gekannt, um es aufzulockern, ja. Sehr gut. Ich hab mir eine echte Rolex gekauft, aber keine Melone. Willst du jetzt mal die Flugzeug ja, zeig das mal. Sehen? To the meals. Also da kann man wirklich, in jeder Fluggesellschaft sind da User. Ist er auch Condor oder LTU? Ja, ich kann mal auf Condor gehen. Da ist aber leider nur, ich habe da eben schon mal geguckt, nur ein Bild dabei. Und das ist auch schon ein bisschen älter. Und zwar vom 24. August 2002. Das sah so aus. Auf welchem Flug war das? Das war auf dem Flug, hier steht es, Ibiza nach München, 24. August. Von Dieter Meyer fotografiert. Ja. Und comment, the flight duration is about 2 hours and so it's okay. But not tasteful. Ja. Kann ich es nochmal sehen? Ja. Ja. Ist okay, ein Sandwich, ein Joghurt. Ja, eben. Gibt es LTU auch? Das habe ich noch nicht geguckt, aber muss ja bestimmt. Warte mal, zu weit.
LTU gibt es zwei Fotos aktuell. Oh, das ist aber toll. Das ist genau. Das boah. Hast du das genommen? Wer? Guck mal, das ist ja auch ist ganz aktuell. Von Christoph Liening aufgenommen. Ja, von wann? Düsseldorf nach Palma de Mallorca, 29. September. Ist ja Wahnsinn. Das ist von heute. Snack, nein. What was in the meal? A piece of chicken gestern. Cold? Was denn heute? Von heute? Quatsch. Nee, ein Monat. Fitnessbrot. Corny-Riegel. Wahnsinn, ne? Auf dem Rückflug gab es Kartoffelsalat und auf dem Rückflug das gleiche mit Nudelsalat. Aber den mochte ich nicht so gern, weil da waren Eierstückchen drin. Ja. Kann man durchaus essen im Flugzeug. Ja, nee, das ist schon toll. Das ist gut gemacht. Ja. Und du hast ja auch immer Auswahl zwischen vegetarisch und Fleisch. Wenn du es vorher im Reisebüro bestellst, auch koscher. Ja. Koscher? Ja. Das ist auch wichtig. Und Diabetiker kann man auch bestellen vorher. Ja. Ganz genau. Also man kann wirklich sagen, ein Hoch auf unsere Charterfluggesellschaften. Enorm, was da heute so alles angeboten wird. Absolut. So, weiter zum Inseltest. Was haben wir noch für Kriterien? Ja, da müssen wir uns jetzt, da haben wir erstmal den Strandfaktor. Wie war es am Strand? Helmut war ja nur kurz da. Ja, so voll war es nicht. Ich war auch, wie gesagt, ich war nur einmal auf dem Bötchen. Okay. Strand, Gran Canaria, absolute Spitze. Okay, Punkt für Gran Canaria. 7 Kilometer lang und du kannst bequem zu 10 nebeneinander laufen. Geil. Sehr voll, aber sauber und natürlich... Arenal muss vor 50 Jahren mal toll gewesen sein. Bitte? Arenal soll vor 50 Jahren ganz toll gewesen sein. Ja, das habe ich auch viele Leute kennengelernt, die mir gesagt haben, wie es dort... ich mein fest, Opa ist da früher immer hingefahren. Wohin? Ja, noch Arenal. So zum nach Arenal? Ja, ja, war einer der ersten deutschen Rentner, die drei Monate immer im Winter dahin sind. Von mir sind, glaube ich, früher Verwandte sogar über Kreta mit dem Fallschirm abgesprungen. Oh, ja. Nach dem Krieg. So. Nach dem Krieg. Okay, das nächste ist der Jürgen-Faktor. Ja. Eindeutig ein Punkt für Mölli. Oder? Klar. Okay, ein Punkt für Mölli. Dann haben wir hier noch den Wahrzeichenfaktor, also diese berühmte Kathedrale von Palma und halt Möllis Haus. Villa. Das ist schon ein Punkt natürlich für diese historische Kathedrale in Palma. Punkt für Mallorca, dann haben wir hier noch den deutsche Musikerfaktor, also Herr Maffay in Mallorca ansässig und Justus Franz, wie wir jetzt wissen, Nachbar von Herrn Möllemann. Ja, wusste ich aber schon länger, weil Helmut Schmidt hat mal im Haus von Justus Franz Urlaub gemacht. Aha. Hat mal entspannt dort, vor vielen Jahren. Also auf Gran, und da hatte der das schon in Gran Canaria? Ja. Wahnsinn. Punkt für Herrn Franz. Weiß ich, weil das Anwesen von Peter Maffay soll toll sein. Eine mehrere Mühlen habe ich mal gehört. Und er macht da auch irgendwie für Kinder, die Schwierigkeiten haben in der Gesellschaft, so eine Art Integration. Punkt für beide. Punkt für beide. Punkt für beide. So, und dann noch zum Schluss der Nabob-Faktor. Das ist halt... Eindeutig ein Punkt für seine Majestät, ja, der König. Juan Carlos und Herr Khashoggi. Der Nachbar übrigens von Möllemann. Ja, auch ein Nachbar. Herr Khashoggi hatte übrigens mal, habe ich mal gehört, hatte mal auf Bewährung in Manhattan und musste so einen Pieper am Knöchel haben, damit man hört, falls er Manhattan verlässt. Piep, piep. Interessant. Ja. Kannst du sehen, was Boris alles entgangen ist. Ich meine, das Gebiet, der macht mich Wahnsinn. Dann schon lieber Knast, oder? Wo kann man sich eigentlich die Haare so schneiden lassen, wie Boris jetzt hat? Das möchte ich eigentlich gerne haben, oder? Gesundheit. Was ist das? Ist das ein Beckham-Look? Nein. Ich weiß nicht, ganz neu gestylt. Aber es ist geil. Ja, ja. Ich finde es aber auch schick. Dass man, wenn man einen großen Prozess hat, sich nochmal die Haare schneiden lässt vorher, oder? Das kann nicht sein, nicht, 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 nicht. Und hier sind ihre Sachen. Aber jetzt ist ja Boris aus allem raus, ja, oder? Ja, der ist frei. Wunderbar. Ja, dass er zu Beckmann geht, war das ein Teil der Bewährungsauflage? Ja, ich weiß nicht. Schmidt mit seiner blöden Sendung. Gibt es ein Ergebnis? Ah, eigentlich egal. Das Ergebnis lautet dann ganz knapp für Gran Canaria, dein Urlaubsort 6:5. Ja, aber ich würde sagen, es ist ein echtes Unentschieden, weil auch Mallorca, wer wisst das besser als ich, der dort mal ein Haus hatte, bevor es ihm... durch das ständige Klingeln von alkoholisierten Halbprominenten verleitet wurde.
Mehr kann ich jetzt nicht sagen, weil die haben alle Anwälte, das gibt es ja überhaupt nicht. Oh, Unterlassungserklärung. Die eine hat einen Anwalt, der hat mir mal 14 Seiten geschrieben. Echt? 14 Seiten. 14 Seiten. Heikle Kiste. Ich hatte schon eine Moderation zugesagt und dann habe ich gesehen, was da stand, wie soll, habe ich wieder abgesagt. Heikle Sache. Aber ich habe es akzeptiert, mein Klar. Es kam nicht zum Prozess. Ich habe jemanden kennengelernt, der hat bei dir gepinkelt. Wo? In deinem Haus. Entschuldigung, die halbe Insel hat bei mir im Haus gepinkelt. Ein Promi? Nee, ich weiß gar nicht mehr, wer genau. Er hat mir erzählt, er hätte sich das Haus angeguckt, er wollte sich das kaufen. Ja, und dann hat er gepinkelt und ist gegangen. Ja, genau. Fand ich auch ganz toll. Ja. Unglaublich, oder? Nicht nur das Tolle, wen man alles kennenlernt, sondern auch, was dann so verbindet. Eben. Ja. Ich soll dich übrigens grüßen. Ja, gleichfalls. Ja. Mein heutiger Gast hat am vergangenen Samstag Boxgeschichte geschrieben. Sie war die Siegerin gegen unsere liebe Freundin Doro, die bekannte Rockhöre, im ersten Promi-Boxen auf RTL. Herzlich willkommen, Michaela Schaffrath. Nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Boxlegende. Ja, Boxlegende. Ne? Du warst die erste Frau, die gewonnen hat bei diesem Promi-Boxen. Insofern. Ja, ja, gut. Ich fand es toll. Ich habe mir es komplett angeguckt. Mir hat es großen Spaß gemacht beim Zugucken. Also mir hat es auch Spaß gemacht. Also die erste Begegnung habe ich ja noch gesehen, Joey Kelly und Ralf Richter. Ja. Pierre Geissenstetter habe ich nicht gesehen. Ich denke auch Gott sei Dank, sonst wäre ich glaube ich gar nicht mehr rausgegangen. Sah schon hart aus, und, wie er bei Claude Oliver Rudolph zugelangt hat. Ja, ja, und gestern habe ich dann das erste Mal auch so Bilder jetzt von meinem Fight gesehen. Ja. Sah schon ziemlich schmerzhaft aus. Tut es eigentlich auch weh? Ja. Also da so einen auf die Glocke zu kriegen, das tut schon ordentlich weh, muss man echt sagen. Nur den Schmerz, den fühlst du erst so eine Stunde später. Also wenn du im Ring stehst, spürst du gar nichts. Ah, Adrenalin. Ja? Absolut. Ja. Regina Heimlich hat mich auch vorgewarnt, die hat gesagt, du merkst überhaupt nichts. Dein Adrenalinpegel ist so hoch, du merkst das erst später und so war es dann auch. Vor allen Dingen der letzte Gong, den Doro mir dann da gesetzt hat. Wo ging der hin? Auf die Nase? Volle Kanne auf die Nase. Ist sie denn jetzt gebrochen oder nicht? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so. Also es tut schon weh, wenn man denkt halt nicht immer dran. Und wenn man so in der Maske sitzt und so schön drauf rumgetupft wird, dann tut es schon weh. Aber ja. Ich lasse es am Donnerstag einfach kontrollieren. Ja, wie lange hast du trainiert für den Kampf? Ich habe ungefähr 2,5 Wochen trainiert. Also nur? Im Grunde nicht viel, wenn man mal so dran denkt. Pierre hat, glaube ich, 6 Monate trainiert und die anderen auch. Und wo wird da besonders Wert drauf gelegt beim Training? Auf Kraft, auf Kondition? Kondition. Ja. Also ich musste dann leider anfangen zu joggen, obwohl ich Joggen einfach gehasst habe vorher. Aber okay, da hast du halt die meiste Kondition und dann wird halt viel so Hanteltraining gemacht, also so für Oberarme. Und Schultern und sowas. Und was ist mit Technik, Deckung und so weiter? Wird einem das erklärt? Oder machen wir es einfach? Nö, die Regina hat mir volle Kanne gezeigt, wie sich das anfühlt, wenn die Deckung nicht oben ist. Wie, sie hat da draufgehauen? Sie hat draufgehauen. Ohne Deckung? Ja, meine Deckung war ja nicht da. Also hat sie voll draufgehauen. Und das hat dann, die Sparringspartnerin hat auch einmal draufgehauen. Das hat dann einmal hier so oben, hier so, die Oberlippe war ziemlich blutig und das Auge war blau. Wird es eine Revanche geben bei dem Kampf? Nee, ich schätze nicht. Nee. Also ich bin nicht prädestiniert dafür, anderen Leute auf die Fresse zu hauen. Ja, aber doch vielleicht eine draufzukriegen oder so auch. Na, wie? Na, nein, aber ich meine, man kann ja sagen, hier, leg mal nochmal was drauf. Nee, ich meine, also war die Gage gut von RTL? Ja, ich erwarte nicht, dass du die Zahl sagst, aber... Ja, das würde ich auch gar nicht tun. Haben die eine Zahl gesagt und die war okay oder musstest du verhandeln? Ja, es war absolut okay, aber es ist ja nicht nur die Kohle. Also es war schon ein Fun-Faktor und wann hast du schon mal die Gelegenheit, so ganz offiziell jemanden auf die Glocke zu hauen? Ich meine... Wenn man dazu kommt. Wenn man dazu kommt, also genau. Ich dachte mir teilweise, als ich gesehen habe, was die so einstecken mussten, das ist doch auch Körpertreffer oder hier auf die Rippen oder was. Ja, das Problem ist, die wehren sich ja auch noch. Ja, klar. Also ich mein, ja, also gut, das kann man aber wissen, ne? Ja. Ich war so ein bisschen darauf vorbereitet, dass da was kommen könnte. Und Doro ist ja auch nicht ganz unvorbereitet gewesen. Die macht ja seit 5 Jahren Kickboxen und das hat man schon gemerkt. Jetzt sehe ich dich zum ersten Mal mit Brille. Habe ich nur für dich angezogen. Das steht noch, dir sehr gut. Kannst du dich noch an das letzte Mal erinnern? Das ist natürlich. Ja auch schon ein Jahr fast her. Ja. Und da haben wir ja über Brille geredet. Ja. Und da habe ich dir ja versprochen, wenn ich noch mal komme, dann mit Brille. Ja.
Und steht dir sehr gut. Ja, ich habe sogar noch eine andere dabei, damit du sogar noch die Auswahl hast. Wie viele Dioptrien sind das? Ach, blind. Ach, was? Also ich wie weiß. So viel kann das nicht sein, sonst wären die Gläser dicker. Letztens gefragt. Du weißt es nicht? Ich weiß es schon wieder nicht. Irgendwas mit plus 4,0. Wirklich wahr? Mhm. Das aber. Hallo? Ja, hast du Kontaktlinsen beim Boxen drin gehabt? Nee, die habe ich ausgehabt. Gott sei Dank habe ich sie getroffen. Zeig doch mal die andere Brille. Ah ja. Also eigentlich habe ich ja irgendwie 4, aber die wollte ich dir jetzt nicht alle zumuten. Und du musst jetzt entscheiden, ob du gerne die weiter hättest oder. Aber es ist ja in etwa dasselbe Modell, ne? Nur die Gläser sind anders geschnitten. Die Gläser sind ein bisschen anders geschnitten und die sieht, glaube ich, ein bisschen konservativer noch aus, oder? Und zeig dir nochmal die andere. Ja, ist blöd, weil wenn ich jetzt da reingucken kann. Ja, das kennt man von Optiker, wo man eben den Spiegel so nah vor das Gesicht halten muss. Nee, mir gefällt die besser. Und der Steg gefällt mir besser. Weil der Steg hier. Der Steg. Ach so, das? Ja. Weil. Gut, dann packen wir die doch schnell wieder. Nein, das ist ja nur mein Geschmack. Also, vielleicht gefällt dir die andere besser. Nein, ich fühle mich total wohl damit. Die habe ich eigentlich auch am häufigsten auf, weil du fast halt gar nichts siehst, ne? Also, ich meine. Ne, ja, ich weiß schon, aber mit 4 Dioptrien ist ja wirklich absolute Mattscheibe. Oder? Ist es bei dir auch so? Ja, ich habe mehr. Ich habe 5,7. Mhm. Da ist dann schon. Da wird die Welt wieder schön, eigentlich. Kannst du dich jetzt ein bisschen erholen? Kannst du Urlaub machen oder musst du gleich wieder weiter arbeiten? Nee, bei mir geht es sofort weiter. Ich habe gestern auch schon gearbeitet, deswegen war ich so froh, dass ich nicht so lediert. Was hast du gestern gemacht? Ich drehe im Moment für eine Comedy-Serie, aber für RTL. Ja, das kann man doch ruhig sagen. Für RTL und Bernds Hexe heißt es mit Bernd Stelter. Oh, Grüße bitte. Ja. Mach ich. Grüße Bernd. Ja, aber du wirst ihn ja sehen beim Dreh, oder nicht? Ich sehe ihn auch, ja. Ja. Und auch Urlaub? Danach geht es erstmal weiter, Medikopter 117. Und dann habe ich mir gesagt, Urlaub. Und ich habe ja euren ultimativen Inseltest jetzt gesehen. Ja. Und ich wollte ja eigentlich nach Mallorca, aber. Aber? Wo war dein Haus? Auf Mallorca. Dann sollten wir uns nachher nochmal unterhalten. Das Haus hast du aber gar nicht mehr, oder? Oder wie war das? Verkauft. Ist schon verkauft. Ja. Ja, dann Mallorca. Aber in Gran Canaria ist jetzt das Wetter unter Umständen sicherer. Bist du sicher? Ja. Definitiv. Mhm. Und ich glaube, du wirst Gran Canaria, ich weiß es nicht, willst du mehr Ruhe oder willst du mehr Ruhe, Trubel? Also wirklich so steif wie Brokkoli, irgendwie Urlaub machen in einem 5-Sterne-Hotel, so all-inklusive, nach mir die Sinnflug, trag mir alles hinterher, massier mir den Rücken und so ein Kram. Das ist, glaube ich, dann doch eher Mallorca. Weil steif wie Brokkoli war relativ wenig auf Gran Canaria. Ist nicht. Das ist mehr ältere Generation. Also, ist auch, ja, okay. Da ist dann Mallorca, glaube ich, schon auch mit 5 Sternen und da, wo Helmut war, dieses, das war ja so eine Art Ressort, oder? Ich hab was heißt steif wie Brokkoli? Steif wie Brokkoli ist umgangssprachlich, für völlig relaxed. Ach. Ja, Helmut kannte den Ausdruck steif wie Brokkoli nicht. Nee, deswegen habe ich gerade Thomas gefragt. Ja. Ach so, was ist auch nicht. Völlig relaxed. Massier mit den Rücken und sonst was. Genau. Aber du warst ja Golfspieler, habe ich gehört, ne? Ja. Weißt du, wer auch Mitglied war im Golfclub? Wer? Michael Douglas. Hey. War aber nicht da. Aber Mitglied. Ja. Schön Mitglied. Und Golf ist Reha für den Kopf. Also wie gesagt. Ich spiele kein Golf, ich boxe lieber. Ja. Ja. Du kannst es dir noch überlegen, du solltest auf jeden Fall darauf achten, dass du weit genug fliegst, weil sonst wird es mit dem Wetter schon ein bisschen wackelig, Michaela. Ja, ist okay. Auch wenn es regnet, ich glaube, ich werde die meiste Zeit eh irgendwie im Bett verbringen und so schön. Schlafen und so. Ja, natürlich. Ich habe so ein kleines Schlafdefizit, weißt du? So. Schlafdefizit eben. Wolltest du was sagen? Oder? Überhaupt nicht. Nee. Die Sendung ist zu Ende. Echt? Ja. Oh nein, nicht schon wieder. Mach doch noch Werbung für dein Parfum. Was ist denn mit deinem Parfum? Hast mein du nicht Parfum, das du jetzt nicht verkaufen darfst, weil dein Name bei einer anderen Firma gelandet ist? Der Name ist immer noch bei der gleichen Firma. Ja. Nur, mir gehört er ja nicht mehr, aber das Parfum heißt ja auch nur Gina. Ja. Gibt es für Männer und für Frauen. Und das habe ich eigentlich schon letztes Jahr rausgebracht. Nur hatte ich holländische Partner. Und du weißt ja, trau nie einem Holländer. Oder Vorsicht, so. Keine Holländerfeindlichkeit. Habe ich. Holländer sind absolut. Dann holländisches Geschäft, sollen wir es auf manche läuft halt so und so. Wo kann man das Parfum, kriege ich das in der Über Parfum meine Webseite. Über deine michaelaschaffrath.de. Nicht tinawald.de. Michaelaschaffrath. Michaela Schaffrath, denn die anderen Zeiten sind passé. Na ja, da haben wir auch schon Ewigkeiten drüber geredet. Natürlich. Oder? Schönen Urlaub, mein Lieber. Erhol dich gut. Danke. Und lass uns wissen, wie es dir gefallen hat. Ja, und vielleicht überlegst du noch mit dem zweiten Boxkampf. Aber wahrscheinlich, ich würde es auch nicht machen an deiner Stelle. Sollen die anderen sich kloppen? Das soll eine einmalige Geschichte sein. Und das hat schon ziemlich weh getan. Ja, gut, aber.
Durch das Raube zu den Sternen, meine Liebe. Alles Gute. Danke. Danke dir, einen schönen Urlaub. Michael Schaffrath, gute Nacht.